WH Self Invest. So, herzlich willkommen zum Webinar bei WH Self Invest. Einen schönen guten Nachmittag allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Marc-Alexander Kiebitz ist mein Name. Ich hoffe, Sie haben Bild und Ton, konnten sich problemlos einwählen und wir sind jetzt die nächsten 45 bis 60 Minuten, je nach Geschwindigkeit, je nach Fragenaufwand zusammen. Und ich freue mich auf die Stunde und ich hoffe, ich kann Ihnen so viel wie möglich vermitteln, was unser Angebot an kostenlosen Handelssystemen angeht. Wir haben davon einige, wir haben mittlerweile 68 Stück und die sind alle kostenfrei und die können Sie alle kostenlos nutzen. Also Sie müssen dafür nichts zahlen. Sie können die auch alle in der Demo testen und zu den einzelnen Kriterien komme ich jetzt einfach mal nach und nach. Kurz die Regeln, wie immer bei einem Webinar bei uns gilt, Sie können einander weder sehen noch hören noch untereinander kommunizieren. Das heißt, das muss über mich laufen. Wenn Sie Fragen haben, freue ich mich über Ihre Fragen. Dann möchte ich Sie bitten, Fragen zum Thema zu stellen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich bitte da auch um Verständnis, dass ich alle Fragen, die ich sehe, die jetzt mit dem Thema hier heute nichts zu tun haben, dass ich die nicht beantworte. Ansonsten sind wir hier in 2-3 Stunden noch zu Gange. Da müssen wir uns wirklich auf die Thematik und die dazugehörigen Fragen einfach beschränken. Wenn jemand Fragen hat zu anderen Aspekten unseres Angebots oder der Plattform, darf er die selbstverständlich gerne loswerden. Dann bitte im Anschluss, da bin ich auch noch eine Stunde da, bis 18 Uhr, kann er sie mir die vortragen, per E-Mail schicken, im Chat oder in den kommenden Tagen einfach loswerden, auf welche Art auch immer. So, ich werde zwischendurch dann immer mal Pausen machen und Ihre Fragen, wie gesagt, wenn sie zum Thema sind, auch laut vorlesen und für alle hoffentlich möglichst verständlich beantworten. Ich habe auch Fragen an Sie. Ja, so zwei Fragen werde ich zwischendurch stellen. Content-Fragen oder Fragen, die Ihre Person betreffen, Ihr Interesse betreffen. Ich würde auch gerne mit einer beginnen und würde Sie auch bitten, entweder mit Ja oder mit Nein zu antworten. Wir haben in letzter Zeit einen regen Zulauf neuer Kunden und wissen, dass auch heute sehr viele Teilnehmer mit von der Partie sind, viele, die noch nicht Kunde sind. Und das ist die Frage, gibt es jemand, der in den nächsten Tagen, Wochen den Gedanken spielt, Kunde zu werden? Wenn das so ist, dann haben Sie die Möglichkeit, auch vielleicht ein gutes, spezielles Angebot von mir oder von einem Kollegen zu bekommen, abseits der Webseite oder ein Goodie dazu zu bekommen, ja, was es sonst nicht geben würde. Wenn jemand daran Interesse hat, dann klickt da bitte jetzt auf Ja. Ja, und das wäre auch dann nett, wenn derjenige kurz seine Telefonnummer hinterlässt im Chat, also da, wo man jetzt die Fragen reinschreibt. Wenn Sie kein Interesse haben, klicken Sie bitte auf Nein. Ja, wenn Sie schon Kunde sind oder kein Angebot brauchen, kein Neukundenangebot möchten, dann klicken Sie jetzt auf Nein. Und wenn mich ein oder andere ein Angebot möchte, dem können wir das dann in den nächsten Tagen dann gern unterbreiten, ob schriftlich oder mündlich. Vielleicht unterhalten wir uns auch kurz persönlich über Ihre Trainingverhältnisse, die Sie woanders haben. Dann kann man da auch Sicherheit an irgendeiner Stellschraube was für Sie organisieren. Insofern vielen Dank für Ihre Antworten. So, das Thema heute ist also ein Spezialwebinar zum Thema Strategien. Wir haben, wie gesagt, sehr viele und ich zeige Ihnen mal, wo Sie das Ganze finden. Geht dazu mal auf unsere Webseite und ich mal gerade mal gucken. So, auf unserer Webseite sehen Sie hier ein zentrales Bild von der Nanotrader-Plattform. Links daneben haben Sie viele Links zu Spezialthemen unseres Angebots rund um die Produkte. Alles, was wir an Fort- und Weiterbildung anbieten oder kostenfreien Signalen, Produkten und eben Strategien. Und hier befinden sich diese 38 Strategien. Und wenn Sie hier klicken, haben Sie oben immer die ganz neuen. Gibt es diese vier, die dazugekommen sind? Beziehungsweise fünf, also jetzt, die letzten zwei waren jetzt wirklich die Weekend-Oil-Strategie und die 20 rein, 3 raus. Das sind immer die ganz oben stehen, sind die allerneuesten und die unten, die letzten oder die damals als erstes hinzugefügten. Sind also nicht alphabetisch geordnet, sondern eher historisch gesehen.
Was allen Strategien gemeinsam ist, das sehen Sie hier schon, dass sie überall kostenlos sind, dass man sie auch testen kann in der Plattform, in der Demo-Plattform. Ja. Und viele wurden von bekannten Trainern entwickelt. Na, es kommt immer wieder neu hinzu und so weiter und so fort. Ich komme da jetzt gleich im eigenen Einzelnen noch zu sprechen. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt auf eine Strategie gehe, zum Beispiel klicke ich auf eine, dann sehen Sie sofort, es gibt ganz oben immer eine Kurzbeschreibung erstmal, wer die zum Beispiel entwickelt hat, von wem sie kommen, wenn das ein Bekannter ist, den Sie alle kennen, und was die Grundidee dieser Strategie ist. Dann gibt es einen kurzen, eine kurze, wir nennen das Summary Box, also wird das zusammengefasst, was ist so der Trainingrhythmus der Strategie, wie viele Signale wirft sie in etwa ab, für wen ist sie gut geeignet, für Scalper oder Day oder Swing Trader oder Langfristanleger, für welche Instrumente besonders. Und dann gibt es die Strategie sehr detailliert beschrieben. Ja, der Aufbau wird beschrieben, wie sie konzipiert wurde, was die Idee dahinter ist. Dann kommt immer der Part, wann wird die Position eingenommen, wann geht die Strategie long und wann short. Und wie ist das Money Management gemacht? Jede Strategie hat immer ein fertiges Risk Management inklusive, das heißt, wann wird die Position geschlossen, welchen Stop verwendet der Autor oder Entwickler der Strategie, mit welchem Gewinnziel wird gearbeitet. Es gibt Beispiele für Gewinn- und Verlusttrades immer und am Ende wird erklärt, wie man das Ganze praktisch anwendet, also wo finden Sie die Strategie, in welchem Ordner und wie fügen Sie sie quasi hinzu. Das ist jeder Strategie im Übrigen gemein. Das heißt, diese Seitenaufbau, wie wir gerade gesehen haben, vom Allgemeinen zum Detaillierten, den ist allen Strategien gemein. Und das finden Sie hinter jeder Strategie. Jede Strategie hat hier eine Schreibung, einen Titel, gibt ein kleines Bild dazu und einen kleinen Teaser, damit man immer schon mal so ein bisschen weiß, worum es geht oder wer der Entwickler der Strategie ist, wie hier zum Beispiel in dem Fall René Wolfram. Viele Strategien tragen schon eigentlich im Titel, um was es geht. Ja, zum Beispiel die RW S&P 500 Breakout. Also da sind schon viele Elemente im Titel, die ich erkennen kann. Ja, eine Breakout-Strategie. Es geht hier um Ausbrüche, die gehandelt werden. Wenn ich also gar nicht der Typ bin, der Ausbrüche handelt, sondern der Range-Trader ist oder ein längerfristiger Anleger, dem sind Breakouts völlig Latte, sage ich mal auf gut Deutsch. Und vor allem, wenn ich jemand bin, der gar kein S&P 500 handelt, sondern Aktien oder Devisen, der kann diese Strategie auch getrost übergehen. Die ist für ihn mit Sicherheit nicht interessant. Ja. Viele Strategien tragen im Titel sowohl schon einen Hinweis darauf, auf was für ein Aktien und was für Quatsch, auf was für ein Trading-Rhythmus sich das Ganze einschießt. Ne? Also ob das eher eine Scalping-Strategie ist, eine Day-Trading-Strategie, eine Swing-Trading-Strategie oder eine langfristig angelegte Strategie. Das tragen viele schon im Namen. Und viele tragen auch im Namen, um welche Instrumente es so mehr oder weniger geht. Nasdaq Long Only, auch klar, um was es hier geht. Bar Scalping, es geht hier um eine schnelle Strategie, die rein und raus geht. Mehrmals am Tag wahrscheinlich, ne? Weil Scalping ist sehr schneller Handel. Ne? Hier geht es um eine Strategie, um den Pound Shorter. Das heißt, hier shorten wir nur, also hier gibt es gar keine Long-Signale. Turnaround Tuesday, hier gibt es eine Strategie, die einmal in der Woche etwas macht. Und also viele haben im Namen so eine Indikation oder mehrere Indikationen, was es sich eigentlich handelt bei der Strategie. Und der Sinn des Webinars, was ich heute mache, soll ja auch ein bisschen sein, Ihnen zu zeigen, ja, wie Sie aus diesem Potpourri an Strategien oder ich nenne es eher lieber das Arsenal, was wir bieten an Strategien, wie Sie daraus, sagen wir mal, Ihre Strategien finden. Selektion ist ganz wichtig, wenn es um Handelssysteme geht. Ich glaube, Sie wissen besser als ich, wie viel Handelssystemen man in Büchern, auf Webseiten, auf Messen und so weiter konfrontiert wird und jeder meint, er hätte den Heiligen Gral gefunden. Das geben wir im Übrigen nicht an. Wir sagen nicht, wir haben den Heiligen Gral gefunden. Wir sagen auch nicht, wir werden Ihnen auch nicht sagen, so die eine oder andere Strategie ist besser. Ja, wir geben auch keine Profitabilitätswerte an. Wir geben keine Backtesting-Ergebnisse an. Sowas müsste man ja immer wieder fortführen, mit jedem Tag neue Daten hinzu. Das würde eine immense Datenbank bedeuten, an Pflege und Wartung und Fortführung einer immensen Datenbank. Und das ist gar nicht möglich, weil diese Strategien sind ja theoretisch auch anwendbar auf alle Instrumente, auf alle Timeframes und da müsste man also Millionen, Milliarden von Kombinationen täglich neu durchrechnen und backtesten. Sowas ist nicht möglich. Dazu haben Sie alle die Möglichkeit, sich mithilfe dem Namenträger Full
diesen Strategien zu nähern und Ihre Lieblinge, Ihre Favoriten auf Ergebnisse zu testen. So, das zum Vorwort. Das ist hier, warum es hier auch keine Angaben auf Profitabilität gibt oder keine Backtesting-Ergebnisse. Ich muss Ihnen kurz einen Risikohinweis einblenden, wie immer eigentlich an dieser Stelle. Der ganze Risikohinweis, den finden Sie auf unserer Webseite unter Risikohinweis. Ja, da finden Sie eine lange Version, aber natürlich sollten Sie das immer vorab lesen. Und das Programm sieht wie folgt aus. Ich gebe Ihnen einen Überblick über Kosten- und Leistungsbeschreibung. Habe ich eigentlich gerade schon per Webseite gemacht, aber ich führe Sie da gleich nochmal drin ein. Wir zeigen Ihnen, wie man die Strategie im Nanotrader einfügt. Also es gibt da verschiedene Arten und Wege. Ich gebe Ihnen einen Überblick über die Gesamtbandbreite der Strategien. Eine Strategie für jede Situation. Beispiele anhand der konkreten Namen. Zeige Ihnen, wie man das direkt anwenden kann oder aber auch persönlich anpassen und enhancen kann. Dieses Wort Enhancement bedeutet erweitern, wie man die Strategie noch ausbauen kann, erweitern oder personalisieren kann. Wie man das Ganze backtestet, zeigen wir ganz kurz. Und natürlich logischerweise auch, wie wir das Ganze dann umsetzen in Action sozusagen im Live-Handel. Ich hatte Ihnen hier die Webseite schon eben auf den Schirm projiziert und da haben Sie gesehen, wo sich das Ganze befindet. Also hier links vom Nanotrader, der Link zu den Strategien. Dann haben Sie die Übersicht und eine detaillierte Seite für jede Strategie. Jede Strategie hat dann eben eine detaillierte Beschreibung. Habt ihr Ihnen eben ein bisschen erklärt, wie die aufgebaut ist. Von allgemein bis zum Detaillierten, über die Ansatzlogik, über die Zusammenfassung, über die Einstiegssignale, über die Ausstiegssignale und über die Anwendung. Jede Strategie hat auch eine Trader-Typenzuweisung. Das ist in der Summary-Box zu finden, also für welchen Typus an Trader sie sich eignet, für den Scalper, den Daytrader oder den Swingtrader. Eine Märkteeignungsbestimmung hat jede Strategie, gibt auch in der Summary-Box diese Vorgabe, also zum Beispiel, ob es sich für CFDs gut eignet, für Indizes, für Futures oder Aktien zum Beispiel. Die Signalhäufigkeitsangabe ist ein wichtiger Faktor, damit Sie wissen, welchen Kosten Sie über diese Strategie eventuell rechnen können, wie viel Signal es pro Tag gibt. Es gibt Beispiel-Trades mit illustrierenden Screenshots, das sehen wir hier nochmal auf dem Bild und haben Sie eben auch gesehen. Teilweise gibt es sogar Lehrfilme, wie die Strategie angewendet werden muss oder soll. Und eine sehr bekannte und mega interessante Strategie ist vielleicht für mich so die mit interessanteste und die auch meistens Spaß bringt, aber auch die eine der schnellsten überhaupt. Das ist die Live-Statistik-Histogramm-Scalper-Strategie, die auf dem DAX oder auf Mini-DAX läuft. Und die führe ich im Juni nochmal vor. Da gibt es ein Spezialwebinar, was ich zu dem Thema habe. Wenn es Sie interessiert, melden Sie sich an. Im Juni gibt es ein Spezialwebinar von mir, eine Stunde Live-Statistics-Histogramm-Scalping mit hoffentlich guten Trades und eine Menge an Spannung, weil alle 3 Minuten muss man da was neu einstellen. Also da darf man wirklich die Augen vom Schirm nicht lassen. So, Backtesting-Ergebnisse. Steht hier viele Backtesting-Ergebnisse. Die gibt es an und an, ja, in den Strategien als, wohlgemerkt, nicht aktualisiert, aber als Beispiel, ne? Als Untermalung und natürlich eine Anwendungsbeschreibung, so wie ich das eben gezeigt habe. So, wie fügt man die Strategie jetzt im Nanotrader ein? Es gibt 2 Beispiele. Einmal in einen Bestandschart einfügen oder direkt mit einem neuen Chart öffnen. Und ich mache das jetzt mal logischerweise live auf der Plattform. So, ich bin jetzt hier auf dem Nanotrader unterwegs und wir sehen hier einen DAX-CFD-Chart im 60-Minuten-Timeframe und einen Dow Jones. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man das in einen Bestandschart einfügt. Das ist ganz einfach. Ich mache den jetzt mal ein bisschen größer. Und hier haben Sie schon den geöffneten Chart. Wenn ich jetzt diesen geöffneten Chart in eine Strategie umwandeln will, also ich würde also sagen, raus aus diesem Tradeguard-Modus, aus dieser Tradeguard-Studie und rein in die Strategie, dann brauche ich nur hier auf Analyse klicken und kann eine andere Analyse für das aktuelle Symbol auswählen. Ich kann aber auch theoretisch hier auf Laden gehen. Das ist im Hintergrund dieselbe Funktion, also andere Analyse für dieses Symbol laden. Ja, das ist recht neu. Hier dieser Begriff Analysenwechsel im Chart, den Ladevorgang gab es schon immer.
Ich gehe jetzt mal hier auf Analysen und kann dann hier unter den Indizianalysen meine Strategie finden oder meine Strategien finden. Da gibt es auch alle anderen Produkte, die Store-Produkte der Profis, die ganzen Signale, die Proposals und die Patterns. Ja, und unter Strategien haben wir dann eben hier unsere Strategien, die wir finden wollen. Und ich nehme mir jetzt mal beispielhaft zum Beispiel die Dynamic RSI raus. Und Sie sehen, wenn ich hier drauf klicke, dann ändert sich der Chart in die Strategie. Und Sie sehen, so schnell geht das. Das ist also, wie der Term, der Terminus schon sagt, den ich am Anfang auf dem ersten Slide stehen hatte, das ist eine Ready-to-Use-Strategie oder Plug-and-Play, hat man früher immer gesagt. Also reinstecken und anwenden oder klicken und anwenden, klicken und starten. Also es geht sofort los. Plug-and-Trade, wenn man so will, Click-and-Trade statt Plug-and-Play ist ein besserer Begriff in dem Fall. Aber alles ist dann schon vorgeladen. Sie sehen, hier ist die Express-Programmierung des Dynamic RSI schon da. Ich habe auch noch viele andere Subcharts, die ich auch noch öffnen kann und angucken kann, wenn ich das will. Die kann man auch verdeckt lassen. Die braucht man für den in dem Fall nicht unbedingt, aber sie sind da für denjenigen, der es alles sehen will, was im Einzelnen vor sich geht. Und jetzt theoretisch kann ich jetzt hier schon das Ganze auf Auto-Order stellen und dann bin ich schon mit dabei im Automatismus. Oder ich mache es halbautomatisch und klicke Tradegard und Auto-Order. So schnell kann das gehen. Ja. Jetzt zeige ich Ihnen das mal, wie das Ganze dann eben aussieht, wenn ich das in oder aus einem, ja, oder mit einem neuen Chart öffnen möchte. Wenn also noch kein Chart auf ist und ich die Strategie öffnen möchte, dann muss ich auf Chart öffnen gehen und mir erstmal mein Instrument aus dem Instrumentenbaum raussuchen. Also zum Beispiel gehe ich dann auf meinen Ordner CFD Forex Indizes Europa und habe hier meinen DAX. Und dann würde ich hier einen Rechtsklick machen und bin wieder bei derselben, sagen wir mal, oder bei der identischen Herangehensweise, dass ich hier die Analysen zur Verfügung habe mit Rechtsklick, kann auf die Strategie gehen und meine Strategie wählen. Und wenn ich dann wieder auf Dynamic RSI klicke, dann kommt das Gleiche, was wir gerade gesehen haben, das gleiche Bild. Wieder der DAX geladen und alle Komponenten, sodass ich auch dann wieder sofort ready to trade bin. Ich maximiere das und dasselbe Bild, was wir gerade eben gesehen haben, stellt sich wiederum ein und auch da habe ich meinen DAX-Chart. So einfach ist das Ganze. Hier haben wir es nochmal im Bild für all diejenigen, die das dann nochmal nachsehen oder nachlesen wollen. Im Übrigen, falls Interesse besteht, schicke ich Ihnen gerne die Präsentation zu. Dazu bedarf es einer E-Mail Ihrerseits, dass Sie mir einfach im Nachgang schreiben, Herr Kiewitz, bitte die Präsentation mal eben als PDF zuschicken. Erledige ich morgen Nachmittag. Ich sammle bis morgen Nachmittag dann alle Zuschriften von Ihnen und sammle und schicke dann gesammelt eine E-Mail an all diejenigen, die daran Interesse haben. So, das ist also die Strategie in den Bestandschart einfügen und in einen neuen Chart, das, was wir gerade gemacht haben. Dann öffnen wir erst den Ordner Wertpapier auswählen und gehen dann per Rechtsklick auf die Analysen, Strategien und die jeweilige Strategie. So, jetzt kommt so ein Main-Part meines Vortrags. Schauen wir gerade, ob es irgendwelche Fragen gibt. Noch nicht. Bitte die Wünsche des Zuschickens nicht in den Chat schreiben. Da habe ich hinterher keinen Zugriff mehr drauf. Ja, dann müsste ich mir jetzt alles abfotografieren für jeden, der was reinschreibt. Nur die Nummern kann ich rausziehen. Das heißt, Ihre Telefonnummer, alles prima. Aber bitte mir eine E-Mail schreiben. Also die E-Mail, die Sie bekommen haben, mit Link, ja, vor 2 Stunden, einfach darauf antworten und mir den Wunsch schreiben. Sie hätten gerne die Präsentation. Ne? Kein Problem, Frank. Alles geklärt. So, gibt es schon mal eine Frage? Frage hier, gibt es zu den Strategien auch Erfolgsangaben? Da bin ich schon drauf eingegangen. Ich denke mal, die Frage vom Karl wurde somit beantwortet. Den Christopher, da würde ich mich dann später melden oder morgen. Christopher, da gibt es eine spezielle Frage, die behandle ich privat. So, das waren so die Fragen bisher. Dann machen wir einfach mal weiter und schauen mal hier auf folgenden Slide. Der soll Sie jetzt nicht verwirren oder nicht, sagen wir mal, überfordern, sondern es ist einfach mehr oder weniger eine Kurzübersicht mit Beispielen, eine Strategie für jede Situation. Damit will ich eigentlich sagen, in einem Satz zusammengefasst, dass es für jedermann eigentlich bei unserem Arsenal an Strategien, denke ich mal, die passende Strategie gibt, die seinen Ansatz
mehr oder weniger widerspiegelt. Ja, mit Sicherheit nicht zu 100% immer, aber ich denke mal, es findet jeder ein, zwei, vielleicht sogar drei Strategien, die in etwa das ausdrücken, was er machen möchte. Ne? Jeder hat bestimmt eine Idee, wie er handeln will. Ob er generell der Trader ist, der tagsüber die ganze Zeit vor der Kiste sitzt und scalpen will und im Geschehen dabei sein will und eher der nervösere Typ ist, oder ob es eher der Typ ist, der auch mal sich absichert im Vorhinein und dann auch mal 10 Stunden nicht drauf guckt oder eben Swing-Trading-Bereich oder im langfristigen Bereich unterwegs ist. Es gibt die Tradertypen, die nur morgens Zeit haben oder zu bestimmten Marktzeiten, da hier der unten rechts der Faktor Zeit. Es gibt nach dem Trading-Stil, den ich gerade genannt habe, Zeit, eben die Zeit-Trader oder eben die noch Marktbewegungen handeln, Trend-Trader, Rebound-Trader, Range-Trader. Ja. Und, das ist der vierte Punkt, die Anlageklasse. Ja. Die alle haben favorisierte Instrumente, die meisten spezialisieren sich auf Indizes, viele auf Öl, Gold, viele handeln nur Aktien. Das sind die nicht unbedingt Scalping und Daytrading machen, und die Futures-Händler sind eher die Daytrader zum Beispiel. Ne. Ja, und für jede von diesen vier Säulen habe ich hier mal einfach mal, ich habe die vier Säulen unterteilt in eben diese Differenzierung der Anlageklasse. Ja, mal, es gibt eben für spezielle Anlageklassen auch spezielle Strategien in die Säule der Marktbewegung. Da gibt es die verschiedenen Trading-Richtungen, sage ich mal, Trend-Trader, Range-Trader, Rebound-Trader, die auf Rebound setzen. Es gibt die verschiedenen Trading-Stile. Scalper, Breakout-Trader, Day-Trader, Swing-Trader oder Trader mit längerfristiger Orientierung und eben die zur speziellen Handelszeit. Und für alle diese vier Säulen, die wiederum natürlich auch irgendwo einander miteinander verbunden sind, miteinander mitbedingen, mitschwingen, sagen wir mal, deswegen habe ich so überall die Verbindung nochmal versucht zu ziehen, das Drücken soll dann die Pfeile ausdrücken, dass die auch alle irgendwo zusammenhängen. Ne? Zum Beispiel ist natürlich ein Market Open Trader jemand, der eine Open Trade Strategie handelt, wie zum Beispiel Birger Schäfer war ja bei Markteröffnung. Der hat natürlich die Indizes mehr im Sinn oder die Devisen, weil die natürlich da die höheren Volumen haben. Das ist natürlich kein Aktienhändler dann in dem Fall, weil die Volumen verteilen sich eher auf den kompletten Tag, aber die interessanten Handelszeiten für Daytrader im Indizes, im Index und Forex-Bereich sind natürlich die Öffnungszeiten Europa, Asien. Und New York zum Beispiel. Ne? Also bedingen die sich natürlich irgendwo immer gegenseitig, aber doch ja, hat jeder seine konkreten Beispiele. Und da haben sie einfach mal, natürlich gibt es mehr, aber ich habe jetzt einfach mal für jeden Fall drei Beispiele genannt. Ich gehe das jetzt einfach nicht alle durch, aber ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel für die Range-Trader. Ja? Die Range-Trader gibt es natürlich eine Mad-Rebound-Strategie, die super interessant ist, oder die Trading-Range-Index-Scalper. Da sind wir aber dann wieder auch im Index-Bereich schon ein bisschen vorfestgelegt. Also jemand, der Range-Trading macht, aber der Forex-Scalper eher ist, der ist mit der Strategie dann wiederum nicht so gut bedient. Gibt aber auch eine Forex-Scalper-Strategie unter anderem. Also insofern keine Panik. Aber zum Beispiel Aktien, Leute, die Day- oder Swing-Trading-Bereich Aktien handeln, die aber auch im Range-Bereich, ist dann aber eine Strategie, die auf Indizes eher entwickelt wurde. Deswegen ist das dann vielleicht nicht ihr Ding. Aber Sie sehen, es gibt viele Beispiele für spezielle Fälle. Und die sind überlappen sich natürlich dann wiederum. Ne? Zum Beispiel eine Euro-Dollar, hier unten rechts, eine Euro-Dollar-Strategie 7:30 bis 22:30 ist eher eine Strategie bei Markteröffnung, Market Close etc. zu einer bestimmten Handelszeit. Ja. Ist aber trotzdem wiederum natürlich auch eine Strategie, die oben links in der Anlageklasse Forex wiederzufinden ist. Ja. Also insofern gibt es immer Überlappungen. Und dazwischen haben wir noch so die Bereiche Volatilität und Muster. Und mit Muster meine ich zum Beispiel Flaggen, Wimpel, die HLOP, die LOP, OHP-Strategie, 3-Bar, Inside-Bar, die Hammer-Strategie. Hammer ist zum Beispiel einer meiner Favoriten. Ja, sehr wenige Signale, zum Beispiel bei Aktien sehr gut, gerade auf End-of-Day-Basis. Hammer-Kerze läutet oft, sehr oft einen guten Umschwung bei einer Aktie an, zum Beispiel. Hat eine hohe Profitabilität, kann man auch übrigens mit unseren Screenern sehr gut kombinieren. Und das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Und wie gesagt, mein Tipp ist, oder meine
Vorhersage lautet, dass sich jeder bestimmt irgendwo in einer oder anderen Strategie wiederfindet, mit seiner Idee, mit seinem Ansatz und die mit Sicherheit so personalisieren kann, dass er auf ihn zutrifft. Und falls es nicht der Fall ist, kann er sie zumindest als Entscheidungsmithilfe verwenden. Gibt bestimmt ein, zwei, drei Handelssysteme, die man nebenbei laufen lassen kann und in seine Entscheidungsfindung mit einbinden kann. Es gibt immer die Leute, die sagen, ich handle nur nach der Strategie, ich durch Selektion, so wie ich das jetzt ein bisschen vorstelle, finde ich meine oder die zwei, drei Strategien, die ich verwende. Es gibt die, die sagen, keine passt zu 100%, ich handle meinen Ansatz, aber ich lasse die nebenbei laufen, um eben zu gucken, lasse zum Beispiel nebenbei vier Strategien laufen, dieser 70 Stück, und schaue eben, falls zwei, drei eben genau mein Long Trade gerade, den ich machen will, unterstützen und auch gerade kaufen oder investiert sind, dann ist es für mich ein Signal, das zu tun. Ne? Das kann man natürlich auch als Entscheidungshilfe sehen. So, ich gucke gerade mal auf Fragen. Wann ist die Präsentation? Im Juni? Können wir gleich nochmal drauf schauen. Der Georg fragt, ich glaube, die habe ich irgendwann in Mitte oder Ende Juni. Da müssen wir aber gleich nochmal auf die Webinare schauen, aber ist alles eigentlich auf der Webseite unter Webinare und Seminare. Der Andreas hat Fragen, aber die passen jetzt ehrlich gesagt nicht so rein. Das ist gar nicht zum Thema. Akustische Alarme setzen, das sind so Funktionen der Funktionen der Plattform. Andreas, die können wir gerne hinterher klären. Rufen Sie mich an oder schreiben mir, dann antworte ich Ihnen darauf. Ja? Oder machen Sie das im Chat mit den Kollegen. Aber können wir auch hinterher nochmal machen. So, ich gehe mal eine Runde weiter und komme mal auf, wie wende ich eine Strategie konkret an? Also, wenn ich jetzt mal nach der Selektion gegangen bin, und das sollten Sie alle tun, weil kein Mensch kann 68 Strategien verfolgen soll auch nicht Ziel der Sache sein. Sie sollen sich ihre Rosinen rauspicken. Und da geht es eben darum, dass Sie per Selektion einfach schon mal die Liste durchgehen, so wie ich sie gezeigt habe auf der Webseite. Ich mache das jetzt gerade nochmal. Und wenn Sie die Liste mal runtergehen und wenn Sie quasi der klassische, sagen wir mal, DAX-Trader sind, ja, Daytrading im DAX machen, dann kann ich quasi hier die erste schon mal rausschmeißen. Wenn ich nichts mit Heike und Aschi zu tun haben will, die zweite eigentlich, die Black Candles auch, die Rot-Weiß-Rot auch, die Nasdaq-Uni kann ich rausschmeißen, Range-Bar-Scalping, das Range-Bar sind nochmal spezielle Kerzen, muss ich dann auch rausschmeißen, die Breakout 500, Pound-Shorter, also Sie sehen, da fallen viele raus, Friday Gold Rush und so weiter. Ne? Wenn ich der Klasse DAX, also so kann man sich rantasten. Tasten Sie sich ran, indem Sie Selektion betreiben, ist ganz wichtig. Gucken Sie bei den 68 Strategien, welche passt allein vom Titel schon nicht zu meinem Instrument oder zu meinem Ansatz. Schmeißen Sie die raus. Dann beschränken Sie sich auf die, die noch übrig bleiben. Dann gehen Sie in die Beschreibung und schauen erstmal in der Summary Box vielleicht, ob die überhaupt für Ihr Instrument, ob Ihr Instrument überhaupt hier dabei ist. Viele gelten für viele Instrumente. Ja, die können Sie dann natürlich alle mit reinnehmen. Und dann schauen Sie auf Ihren Trading-System oder Rhythmus. Wenn Sie sagen, mehrere Signale pro Tag, nee, mir reicht ein, zwei Signale pro Woche, dann schmeißen Sie diese Strategie aus Ihrer Selektion raus. Und irgendwann durch dieses Selektionieren, durch dieses vom Allgemeinen zum Detaillierten hinkommen, bleibt am Ende vielleicht noch, sag mal, zwischen 1 und 5 Stück übrig, die Sie nehmen könnten oder wo Sie sagen, okay, das sind die, die zu meinem System, zu meinem Ansatz und zu meinen Instrumenten passen. Und die gucken Sie sich dann einfach genauer an. Und da wären wir jetzt beim nächsten Punkt. Wenn Sie Ihre Selektion haben, müssen Sie versuchen, die Strategien anzuwenden. Also ob Sie jetzt die unverändert anwenden oder eben eigene Veränderungen machen, das ist Ihre Sache. Sie können ja Backtesting machen, das zeige ich Ihnen auch nochmal gleich, wie es geht. Aber hier geht es mehr darum, wende ich sie direkt an oder passe ich sie an. Ne? Ich gehe jetzt nochmal zurück hier in meine Plattform und klicke mal die Designleiste auf. Und da sehen wir, dass wir hier schon alles ja voreingestellt haben. Ne? Die Idee hinter einer Strategie ist ja, dass man dann auch natürlich ein paar Vorgaben gibt oder eine möglichst gute Einstellung. Man kann die direkt anwenden, man muss es nicht. Man muss es nicht. Ja? Und dafür sind die Strategien alle offene Systeme. Das heißt, sehen Sie, ich kann ja hier den Clickstop noch ändern. Ich kann die ATR ändern. Ich kann hier das Risk auf oder kann das Risk und das Target. Ich sehe hier, dass ich hier eine CRV von 2 habe, doppelt so hohes Target wie Risk, kann das CRV auf 1 setzen, indem ich hier natürlich eine 2 eintrage zum Beispiel. Da wird natürlich andere Backtesting-Ergebnisse geben, ist auch klar. Ne?
Also ich kann alles ändern. Ja, ich kann die ATR-Spanne ändern, wie Sie sehen. Die kann ich auch ändern. Alle möglichen Sachen, die man einstellen kann, man ändern. Supertrendwerte, Span und ATR-Faktor kann ich ändern. Die RSI-Schwellen kann ich ändern. Ich kann die Interpretation ändern. Ja. Selbst was programmiert wurde, kann ich ändern. Ich kann hier zum Beispiel den Span noch ändern. Alles, was die Programmierung noch an Änderungen zulässt, kann ich hier einstellen. Ganz wichtig, ich kann hier die Startzeit ändern. Also wenn ich nicht rund um die Uhr das Ganze handeln will, dann beschränke ich mich auf eine Zeit, ne, und sage zum Beispiel, ich möchte das handeln im DAX, aber eben nur zwischen 9 Uhr und sagen wir mal, bis der einschläft, ist meistens 12.30 Uhr. Ne. Sie können hier ändern, dass Sie ein Signal bekommen wollen, zum Beispiel ein Sound oder eine E-Mail, dann setzen Sie das auf 1 oder ein kleines Pop-up-Fenster, sodass Sie, wenn Sie in einem Programm unterwegs sind, trotzdem da benachrichtigt werden. Also wenn Sie so davor sitzen und benachrichtigt werden wollen, dann tragen Sie das alles hier ein. Also man kann eine direkte Anwendung machen. Ich kann das theoretisch jetzt direkt aktivieren und auf Auto-Order stellen oder auf eine Semi-Automatik und auf Trade-Card und Auto-Order. Oder ich kann das Ganze eben zu meinen Gunsten versuchen zu ändern. Ja, dazu müsste ich natürlich erstmal einen Backtest machen und schauen, ist der Backtest Käse? Muss ich da überhaupt vielleicht versuchen zu optimieren? Ne? Oder kann ich es einfach mal für mein Instrument so laufen lassen, weil der Backtest gefällt mir? All das muss man natürlich individuell austesten, weil theoretisch, ich hatte es gesagt, ist eine Strategie, auch wenn Sie sich auf Instrumente, bestimmte Instrumente und Trading-Techniken ein bisschen einschießen durch Ihre Entwicklung und Idee des Autors, trotzdem kann man sie theoretisch auf alle Instrumente anwenden. Und natürlich dann logischerweise auch auf andere Timeframes. Diese Strategie läuft jetzt auf einem 60-Minuten-Timeframe, aber was hindert mich daran, das Ganze im 30-Minuten-Timeframe zu versuchen? Ne? Kann ich auch. Oder 20-Minuten-Timeframe. Wenn ich das will, in einem anderen Timeframe, dann gehe ich runter. Ne? Dann bin ich jetzt im 30-Minuten-Timeframe. Sie sehen, auch das kann ich ändern. Kein Mensch ist hier vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir geben Instrumente Ihnen an die Hand, Strategien an die Hand, aber wir lassen Ihnen die Möglichkeit, diese noch zu personalisieren, zu optimieren eventuell und, das sind wir am nächsten Punkt, zu erweitern, zu enhancen. Enhancement heißt erweitern. Ja? Ich kann in diese Strategien, wie ich hier nochmal auf dem Bild verdeutliche, noch hinzufügen, Sachen hinzufügen. Zum Beispiel, viele haben ja schon eingebaute Filter und Indikatoren. Ich kann aber auch noch weitere Indikatoren einfügen. Ich kann die Stops verändern. Ich kann ja diesen fixen Stop, der oft dabei ist, oder einen Trainingstop, den kann ich ja verändern und eine ganz andere Art von Stop-Art da einfügen. Ich kann zeitbasierte und Access und Filter noch hinzunehmen. Ich kann ja sagen, ich möchte einen Flat-Filter haben zu einer bestimmten Uhrzeit, wenn ich nicht über Nacht gehen will. Ich kann Blockfilter für die Mittagszeit einbauen zum Beispiel oder ein Safety-Net-Filter, wenn ich zum Beispiel nicht mehr wie einen bestimmten maximalen Verlust haben will. Wenn ich sage, okay, wenn die Strategie heute 300 Euro verliert, soll jeder weitere Trade unterbunden werden. Das ist zum Beispiel der Safety-Net-Filter. Ne? Das alles können Sie machen und im Nano-Trader sieht das dann wie folgt aus. Ich hätte hier jetzt meine Dynamic-RSI-Strategie nochmal. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Beispiel. Übernehme die mal unverändert, möchte aber jetzt zum Beispiel Sachen hinzufügen. Also sehen Sie mal, bei Indikatoren habe ich bis jetzt nur den RSI und den Dynamic-RSI in Express programmiert. Das ist also noch eine veränderte Variante. Meta-Sentimentor ist die Schaltzentrale des vollautomatischen Handels, inklusive der Trading-Linie. Die sind automatisch immer da, das sind aber jetzt keine Indikatoren. Und als Filter habe ich einen Super-Trend-Filter. Ich kann theoretisch, wenn ich andere Filter hinzunehmen will oder einen Blockfilter, dann kann ich das hier machen. Ja. Kann hier bei zeitbasierten Exits zum Beispiel einen Blockfilter einbauen. Machen wir das mal. Fügen den hinzu. Und sagen zum Beispiel, okay, ich weiß, dass der DAX mittags sehr wenig volatil ist. Zwischen 9 und 11 Uhr passiert viel. Und dann wieder zwischen 14, 14.30 Uhr und 18 Uhr passiert nochmal was. Und vielleicht noch in der Schlussauktion. Wenn der, wie oft in der letzten halben Handelsstunde in New York, dann nochmal der Dow verrückt spielt. Manchmal. Ja, und wenn ich den Blockfilter nutzen will, dann ja, dann setze ich hier ein Häkchen und dann definiere ich hier meine Uhrzeit und kann zum Beispiel sagen, sagen wir mal 11.30 Uhr möchte ich kein Signal mehr haben bis 14.30 Uhr. Ne? So, jetzt gucken Sie mal auch mal in den Chart rein. Wenn ich jetzt auf OK klicke, da haben sich jetzt Sachen hinzugefügt. Haben Sie es gesehen? Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ich mache es nochmal, ich zoome mal ein bisschen rein und nehme mal den Blockfilter raus.
Ich werde den Blockfilter jetzt wieder anschalten. Schauen Sie mal hier auf die Mittagsuhrzeit. Sehen Sie jetzt zum Beispiel in dem Bereich fügt sich jetzt ein graues Grau im Hintergrund zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr eben dieses Bild ein. Ja, dass hier der Blockfilter wirkt. Also wenn ich hier den Blockfilter anmache, habe ich hier in der Zeit kein Signal. Kann ich auch Backtest die Signale ausblenden dann. Ne? Da sehen, also Blockfilter funktioniert. Ich zeige Ihnen nochmal die anderen Filter. Da kann man also einen Flatfilter machen, sodass man abends zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit, sagen wir mal 10 vor 10 spätestens glatt stellt. Dann wird also der Flatfilter aktiv und um 10 vor 10, egal was Sie an Positionen haben, wird dann rausgeholt und über Nacht keine neue Position eingenommen. Safety Net Filter wäre dann halt der Filter, der Sie nach einem bestimmten maximalen Verlust rausholt oder nach einem bestimmten Gewinn. Und dann eben, wenn Sie sagen, so bei plus 500 Euro am Tag möchte ich auch kein Risiko mehr eingehen und die nicht mehr verlieren. Danach wird alles gekappt oder bei minus 500 ist Schluss. Ist mein Maximalrisiko. Dazu dient Safety Net Filter zum Beispiel. Ne? Ja, und hier sind die Stops. Bei Stops können Sie zum Beispiel, mal gucken, was haben wir denn hier an Stops? Da haben wir ja gut, nur ganz normalen Stop, den Klickstop auf Basis von ATR. Wenn Sie sagen, statt dem Klickstop will ich einfach mal einen Backtest oder einen Live-Trade probieren mit einer anderen Art von Stop, zum Beispiel einem Parabolik-Stop oder einem Time-Stop oder einem Trailing-Stop oder einem Break-Even-Stop, dann ist das alles möglich. Sie können das alles ändern. Ja, ich kann auch den zweiten Stop hinzufügen. Ich könnte auch sagen, ich füge den noch hinzu. Dann habe ich einen normalen Stop, wie Sie hier links sehen, und einen Break-Even-Stop. Dann gibt es also einen fixen Stop, der ein initiales Risiko abdeckt und einen Break-Even-Stop. Das ist dann nochmal der fixe Stop, der aus dem initialen Risiko losläuft und bis Break-Even nachzieht. Und dann sind Sie eben spätestens bei Break-Even dann raus, wenn das wieder umdreht und gegen Sie laufen sollte. Dann ist also immer der dominante Stop derjenige, der näher am aktuellen Kurs ist. Ja, also das können Sie alles gerne mal ausprobieren. Alles ist möglich. Sie werden sich wundern, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten hier. Also Enhancement einfügen von Extras, keine Probleme hiermit. Im Übrigen, da hätte ich jetzt nochmal die zweite Frage. Gibt es jemand, der Interesse an so einem geführten Plattform-Coaching hat? Wir machen sowas ja. Wir bieten das an, wenn Sie Kunde sind, kostenlos bis zu einer Stunde, 60 Minuten, können wir Ihnen die Plattform nochmal vorführen oder auf private Fragen eingehen. Sie können sagen, Herr Kiebitz, erstellen Sie mit mir ein Layout, dann mache ich das mit Ihnen zusammen und erkläre Ihnen alle, gehe mit Ihnen alle Baustellen durch, die Sie so haben. Das machen wir für Kunden oder für die, die es werden wollen. Wenn Sie so ein Privatcoaching haben möchten, bekommen Sie das auch schon, wenn Sie die Unterlagen geschickt haben und noch nicht befüllt haben zum Beispiel, auch dann können wir schon gerne einen Termin vereinbaren. Also bei Interesse ja klicken, bei Desinteresse nein klicken. Ja, da lasse ich kurz noch auf dem Schirm stehen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, hier ja oder nein zu wählen. So, weiter im Programm, Backtesting. Backtesting sieht so aus, dass Sie quasi hier in den Handelssystemeinstellungen einfach mal sagen, so, ich möchte jetzt die Strategie einfach mal backtesten. Jetzt schauen wir einfach mal, wie das im Live aussieht. Ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht. Der Backtest ist wahrscheinlich jetzt miserabel, muss aber nicht sein. Aber schauen wir uns das mal an. Ich bin hier auf dem 30-Minuten-Chart. Ich habe ja noch gar nichts geändert. Ne? 50 Kalendertage habe ich hier. Und jetzt lasse ich mal diesen Auswertungszeitraum auswerten und gucken wir mal an, was der Backtest so bringt. Dazu muss ich meine Infoleiste öffnen, ja, und auch vielleicht mein Vermögensverlaufschart. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen größer und da ist mein Equity-Chart, wenn Sie so wollen, Vermögensverlaufschart. Ja, der fängt hier an. Ich mache jetzt nur Backtesting auf bestimmte Zeit. Und da sehen Sie, wie meine Vermögensverlaufskurve gelaufen wäre. Mit einem Lot hätte ich, und das sehen wir hier dann rechts, dann sehen wir hier die Gewinne in dem Fenster Evaluation. In der Infoleiste sehen wir hier, es gab nur 4 Trades. Ja. In den letzten, das ist ja jetzt, wie lange läuft das hier? Monat ungefähr. Gab 4 Trades auf 30-Minuten-Chart, also nicht viel. Da in der Aggregation runterging, gibt es bestimmt mehr. Gab 4 Trades, 2 Gewinnende, 2 Verlierende. Trotzdem sind wir profitabel. Ja, wir sind profitabel, obwohl 2 Verlust, 2 Gewinntrades, weil einfach unser Money Management anscheinend ganz gut ist. Ja, wir haben ja auch eine CRV von 2 hier in etwa. Ja, wie Sie sehen,
habe ich auch etwa 2 CRV und kann das dann nachverfolgen. Ne? Und wenn ich mal den Blockfilter reinnehme, ändert sich nichts. Ja, da ändert sich, hat sich da was geändert? Doch ein bisschen hier. Sie sehen, wenn ich den Blockfilter aktiviere, geht das Ganze hier da unten so ein bisschen nach unten. Ja, gibt auch ein bisschen weniger Gewinn von 423 zu 359. Ah, kein großer Unterschied. Ich kann hier im Spam versuchen, was zu ändern. Ja, Sie sehen, auch das gibt verschiedene andere Signale. Ändert es nicht groß die Profitabilität. Aber hier kann man natürlich versuchen, ein bisschen rumzuspielen. Die Handelszeit kann man versuchen zu ändern. Und so weiter und so weiter. Also da können Sie versuchen, manuell zu optimieren, indem Sie am einen oder anderen Stellschräubchen eben drehen. Ja, und zu gucken, ob das zu besseren Ergebnissen im Backtest führen würde. Ja, das Ganze, ich habe es gesagt, kann man, wenn man will, muss man ja nicht unbedingt immer alles automatisch handeln. Man kann ja auch manuell, halb oder vollautomatisch handeln. Ich zeige das nochmal auf dem Nanotrader. Gehe jetzt mal in so ein Zoom mal so ein Fenster auf. Und theoretisch ist das ja jetzt, wie gesagt, die fertige Strategie, die ich jetzt direkt traden kann. Ich kann also jetzt die wählen, lasse ich den Trade Guard, also meine Bracket Order deaktiviert. Dann mache ich alles manuell. Dann kann ich jetzt sagen, okay, wenn ich ein Signal sehe, ist natürlich auf dem 30-Minuten-Chart schwer, dann muss ich davor sitzen und kriege vielleicht nur alle paar Tage eins. Deswegen so Strategien, die eher im Swing-Trading-Bereich paar Signale nur mehreren Tagen abwerfen. Es ist nicht interessant, davor sitzen zu bleiben. Die kann man aber auch über ein VPS-System rund um die Uhr laufen lassen bei uns. Das ist überhaupt kein Thema. Interessanter wird es dann für Daytrader bei Scalping-Strategien und so weiter. Da können Sie dann entscheiden, ob Sie davor sitzen bleiben wollen, das Signal sehen wollen und dann erst in Position gehen wollen. Da müssen Sie natürlich dann manuell eine Order öffnen, durchklicken auf Buy oder Sell und das Order-Ticket dann eben entweder mit Folgeaufträgen versehen oder aber nicht und müssen dann manuell die Order abschießen sozusagen. Oder Sie handeln eben dann auch auf einem Trade-Guard-Chart mit Stop und mit Target, ja, wie hier. Dann kann ich hier zum Beispiel den Trade-Guard aktivieren. So, ja, dann wäre hier der Trade-Guard aktiviert. Und wenn ich dann eine Position eingehe, manuell, dann wäre ich dann auch beschützt. Ich mache das jetzt mal gemacht, obwohl wir hier kein Signal haben, nur um Ihnen zu verdeutlichen, wie das aussieht. Ja, dann gehen wir hier in Position. Angenommen, es gäbe ein Signal. Der Dynamic RSI hätte uns jetzt in die Long-Position geschickt per Signal. Dann könnten wir manuell auf Buy klicken und per Trade Guard sind wir dann eben genau mit den Abständen geschützt, die hier die Strategie so vorgibt. Ja? Mit einem ATR im Stop und 2 im Profit Target. Ja? Oder aber, last but not least, das ist ja die dritte Möglichkeit, die interessanteste für mich, weil eine Strategie oder ein Handelsziel macht eigentlich nur Sinn, wenn man davor nicht die ganze Zeit sitzen bleiben muss. Ne? Weil ansonsten brauche ich das Ganze ja nicht zu automatisieren. Ne? Also diese Systeme machen in meinen Augen am meisten Sinn, wenn man einfach sagt, so, ich habe mir eine Selektion betrieben, ich habe meine Strategie gefunden, ich habe sie mir persönlich angepasst, ich habe sie gebacktestet, sie läuft im Backtest sehr gut. Und jetzt möchte ich das Ganze einfach mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate durchlaufen lassen. Ob Sie es lokal auf Ihrem Rechner machen oder auf einer VPS-Lösung, ist Ihnen überlassen. In jedem Falle müssen Sie ab dem Moment, wo Sie es loslaufen lassen wollen, zum Beispiel kenne ich viele, die montags morgens ihr System ansetzen und freitags abends wieder ausschalten und das rund um die Uhr laufen lassen, bestimmte Ansätze fahren und eben auch über Nacht handeln zum Beispiel. Ja, und die loggen sich dann einmal per VPS-System, was man bei uns auch für 10, ab 10 Euro dazu buchen kann. Loggen die sich in ihr Cloud-System ein, setzen es auf Auto-Order am Montag früh und dann läuft ihr System durch. Ja, man hat es ja vorher irgendwie nach seinen Wünschen auch getestet, programmiert, eingestellt nach seinen Wünschen und dann sollte es natürlich auch so dementsprechend laufen, ja, und profitabel sein. Ja. Insofern muss man ja nicht die ganze Zeit dabei sitzen. Ja, und wenn Sie es auf Auto-Order gestellt haben, in ein VPS-System, können Sie jetzt die VPS-Lösung verlassen, also Ihren Browser schließen. Oder läuft die Plattform eben im Rechenzentrum weiter. Dann brauchen Sie nicht die ganze Zeit den PC anhaben. Sind auch gefeit vor Internetabstürzen, vor Konnektivitätsverlust. Da gibt es nämlich 5 Internetleitungen und die Sicherheit, dass Sie da immer online sind sozusagen. Also für alle, die sowas auslagern wollen, ist die VPS-Lösung bei uns auch eine prima Sache. So, das wäre halt die Möglichkeiten, wie Sie sowas, ja, handeln können, manuell, Ein- und Ausstieg eben per Hand, per Order-Ticket oder Sie machen es halbautomatisch, Sie steigen per Hand und per Order-Ticket ein, lassen den Trade Guard für Sie
den Ausstieg bestimmen, also sie bestimmen die Abstände, entweder so, wie die Strategie es im Sinne des Erfinders, Entwicklers meint, oder sie personalisieren sich das noch anders. Ja, und der Automatik-Trade-Guard holt sie dann automatisch bei den voreingestellten Levels aus der Position, oder sie machen das Ganze vollautomatisch, das Signal steigt ein und durch eben den Ausstieg der Trade-Guard-Automatik verlassen sie auch wieder die Position. Ganz läuft rund um die Uhr, bei jedem Signal gibt es dann einen Neueinstieg, ne? Und wie gesagt, Sie können ja die weitere Filter nutzen, um nicht zu viele Signale zu bekommen, eben durch die eben genannten Enhancement-Möglichkeiten, der Blockfilter, der Flat-Filter und der Safety-Net-Filter zum Beispiel. Ne? All das können Sie verwenden und denke mal, da sind dem Ganzen oder Ihrer persönlichen individuellen Kreativität dann keine Grenzen mehr gesetzt. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob es weitere Fragen gibt. Alle Strategien, fragt der Alain. Hallo Alain, grüße dich. Alle Strategien sind encrypted. Ist es möglich, um die Express-Codes zu bekommen, um selbst besser Express zu lernen? Also die Express-Codes der Strategien können Sie leider nicht bekommen. Das gilt dann für alle, die sind encrypted, das stimmt. Der kann man jetzt nicht einsehen. Aber man kann natürlich Express lernen, ja, das ist eine gute Frage, weil die Strategien basieren ja alle auf der Skriptsprache Express. Und ich zeige mal gerade in der Plattform, wo Sie das Hilfe bekommen. Unter Hilfe gibt es Handbücher zum Thema Express. A, zum Thema, wie erlerne ich Express, wie programmiere ich einen Express? Und dann B, ein spezielles Handbuch zu den Funktionen, wie es da zu verwenden gilt. Und man bekommt auch noch Lehrfilme zur Programmierung, das heißt hier zum Online-Video-Tutorial, wo es eben Express-Programmierung geht. Was wir nicht leisten können, ist, wir können Ihnen Sachen programmieren, oder wir programmieren nicht auch nicht auf auch nicht Auftrag oder für Geld, sondern wir geben Ihnen das Tool an die Hand, wir erklären Ihnen das in Videos, wie man es anwendet und in den Handbüchern, nur wir machen es leider nicht für Sie. Ja, und die Strategien, die Code-Strategien können Sie leider nicht bekommen. Ansonsten klar, sonst würden die Leute die Strategien von uns vielleicht auch nehmen, umprogrammieren in Expert Advisors und dann auf MT4 nutzen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das sind ja unsere Strategien, die wir A, zum Teil selbst entwickelt haben oder B, Leute für uns und die dafür eventuell sogar was bekommen, vergütet werden. Und die wollen natürlich nicht, dass ihre Strategien woanders dann wieder auftauchen. Ne? So, Frage, gibt es einen Download des Webinars? Kann man das noch anschauen? Ja, klar, im YouTube-Kanal in etwa 5 bis 7 Tagen. So, hier wollen einige die Einweisung nutzen. Klar, dann haben sie hoffentlich geklickt, dann passt das auch. So, welche Strategien sind für Bund Future Day Trading geeignet, fragt der Holger. Also Holger, da muss ich dann auch wieder Sie mal mit den Strategien allein lassen, sonst müsste ich mich da selbst auch noch ein... da müsste ich jetzt alle nochmal durchgehen. Es gibt bestimmt viele, die auch für Anleihen funktionieren oder sagen wir mal eher geeignet sind. Ob sie da jetzt wirklich für Ihren Trading-Stil geeignet sind, müssen Sie dann selbst schauen im Backtest oder sich persönlich anpassen. Aber viele funktionieren ja für Futures und alle, die für Futures irgendwo funktionieren, da ist das auch in der Summary Box eingegeben. Da steht dann auch drin Future. Bei manchen steht sogar speziell dann noch Anleihen. Ja, es gibt jetzt meines Wissens nach keine, die direkt irgendwie Bund Future Scalping heißt oder sowas. Der Bund Future oder die Bunds und Bonds bewegen sich ja auch in einer sehr eigenständigen Art und Weise. Aber viele können für Futures verwendet werden. Da sollten Sie dann mal ansetzen, wo Futures dabei steht als Instrument. Und dann müssen Sie halt gucken, dass es eine ist, die nicht unbedingt im Scalping-Bereich liegt, würde ich sagen. So, läuft das alles auch auf der Demo-Version? Ja, Georg, das läuft alles auch auf der Demo-Version. Die ganzen 68 Strategien laufen alle nur im NanoTrader Full. Auf dem Free gibt es dann 5 Beispiele der Strategien, aber nur visuell. Man kann sie ja da nicht automatisieren. Das heißt, da können Sie sich 5 Beispiele anschauen, aber das Komplettangebot an Strategien, die übrigens auch, ich sage es nochmal, alle kostenlos sind, laufen nur auf dem NanoTrader Full. Und ich denke mal, die 29 Euro Aufpreis, die kann man, wenn man allein schon da irgendwie eine Strategie findet, die einem zur Hand geht und einem ein paar Punkte erspart im Monat, da ist, hat man die schnell wieder aus. Also das ist gut investiertes Geld. Sie haben ja nicht nur die Strategien im Nano Full, sondern auch viele andere Sachen noch
die man da verwenden kann und mit dem man sein Trading optimieren kann. So, wie viele automatische Strategien kann man maximal gleichzeitig nebeneinander laufen lassen, fragt der Martin. Ja, Martin, das ist eine gute Frage. Auf ein Instrument, auf ein und dasselbe Instrument, immer nur eine. Ja? Weil ansonsten kann das ja sein, dass die eine oder andere Strategie, die erste, die dann läuft, killt. Die laufen nicht parallel auf ein und dasselbe Instrument. Das geht nicht. Das können Sie nur machen, wenn Sie zum Beispiel zwei oder drei Konten haben. Ich weiß, dass Sie Kunde sind. Ich glaube, Sie haben auch mehrere Konten. Also wenn Sie jetzt zwei Konten hätten, zwei CFD-Konten oder sogar drei, können Sie sagen, auf dem einen Konto möchte ich auf dem DAX 30 Strategie A laufen lassen, auf dem zweiten Konto möchte ich auf dem DAX Strategie B laufen lassen. Das geht. Ja. Konten verschieden ist das natürlich möglich. Ansonsten können Sie die auf verschiedenen Instrumenten natürlich parallel laufen lassen. Ja, das geht, da kann man schon ein paar Stück parallel laufen lassen. Das ist immer so ein bisschen eine Rechnerleistungsfrage auch, was die Rechenleistung hergibt, wie viel der Chart an historischen Daten geladen haben muss, um die Strategie laufen lassen zu können. Ja, das müssen Sie durchaus probieren, schauen, wie viel, wo Ihr Rechner an Grenzen stößt. Ich denke mal, man kann jeden Rechner an seine Grenzen bringen, aber da gilt es auszuprobieren. Es gibt da keine konkrete Beantwortung, die ich Ihnen jetzt nennen kann mit irgendeiner Zahl oder so. Ne? Das leider nicht. So, haben Sie noch Fragen? Ich komme jetzt gleich nochmal an auf konkrete Zahlen zu sprechen. Vielleicht noch an Sie die Frage, wann haben Sie mit dem Live-Trading angefangen? Immer eine interessante Frage, um zu schauen, wie erfahren sind die Leute, die uns im Webinar, gerade bei so Spezialthemen, zuschauen. Wenn Sie mir eine Antwort geben würden, wäre ich sehr zufrieden mit Ihnen. Und eine Antwort passt mindestens auf jeden, also die schließen sich auch irgendwo gegenseitig aus. Das heißt, Sie müssten eine der Antworten anklicken können. Ja, und damit helfen Sie uns auch, die Thematik der Webinare zu verbessern vielleicht oder die ein oder anderen zu verdrängen oder neue vielleicht Ideen zu bekommen. Wenn wir wissen, hier gucken nur Anfänger zu, dann brauche ich eigentlich nicht über so spezielle Themen zu reden, zum Beispiel. Ja. Insofern ist das immer eine gute Hilfe. Vielen Dank für Ihre Wahl. Und jetzt gehe ich mal weiter in meiner Präsentation und sage Ihnen mal, und gebe Ihnen mal einen Überblick über die Konditionen, wenn Sie das bei uns ausüben möchten. Die, die noch nicht Kunde sind, wissen unter Umständen noch gar nicht, was Sie dafür leisten müssen. Wir haben das Ganze angefangen in einem CFD-Forex-Konto. Können Sie das machen, was ich Ihnen eben gezeigt habe? Da geht es mit einer kleinen Einlage von 500 Euro los, nennen wir Mini-Konto. Die NanoTrader Free-Version ist, wie der Name sagt, umsonst. Auch der MT4 kann man umsonst mit handeln. Und der Full kostet eben die eben genannten 29 Euro. Ja, und die 10 Euro Aufpreis für eine VPS-Serverlösung würde ich immer machen. Vor allen Dingen, wenn Sie Trade am Tag absetzen. Oder einen Roundturn am Tag, da sind Sie, glaube ich, schon bei den 10 Euro. Ansonsten kostet es, glaube ich, 35. Bei Inaktivität ein bisschen mehr, aber das braucht man ja dann auch. Wenn man, ja, die hat man mit Sicherheit auch nicht, wollte ich gerade sagen, wenn man automatisiert handelt. So, im Futures-Bereich ist die Mindestanlage 2.500 Euro Einlage. Das ist die kleinstmögliche Kontogröße. Und hier gelten auch dieselben Plattformbedingungen. NanoTrader Full bietet sich da eher an, weil man da auch historische Daten reinbekommt. Ansonsten im Free gibt es keine historischen Daten. Auch hier kann man über einen VPS-Server ab 10 Euro monatlich handeln. Und im Aktienkontobereich, das ist ja wieder ein drittes separiertes Konto bei uns für Aktien und Zertifikate, lässt sich das Ganze auch machen. Ab 5.000 Euro Einlage allerdings erst. Ja, da gehen wir auch über Interactive Brokers, das ist mal angeschlossen. Und da können Sie theoretisch, wenn Sie wollen, auch über die DWS handeln. Also wenn Sie zum Beispiel Interactive Brokers Kunde sind, zum Beispiel bei Links, CapTrader, Banks und wie sie alle heißen, schon ein Konto haben, können Sie mit Ihrem Konto zum Beispiel zu uns umziehen. Kostet nichts, kostet keinen Cent. Das geht übers Wochenende. Da würden wir die Position zu uns übertragen. Und dann können Sie auf dem NanoTrader das komplette Interactive Brokers Angebot weiterhandeln. Also ich weiß, dass viele unzufrieden sind mit TWS. Ist auch eine total veraltete und komplizierte Plattform in meinen Augen. Das Einzige, was da gut ist, ist der Option Trader. Ja, der ist hervorragend. Den kriegen wir in NanoFull gar nicht so gut hin. Aber alles, was sonst Chart Trading betrifft und der Service sowieso bei IB ist ja auch nicht unbedingt vorhanden, aber den haben wir besser. Ja, den haben wir besser bis 10 Uhr abends.
kostenlose Telefonorders und so weiter, was sie da nicht bekommen. Das können wir viel besser. Und ich denke mal, mit NanoFull haben sie eine Plattform, die gerade für Leute, die automatisiert handeln wollen, so Strategien um Längen besser ist als die TWS. Ja. Ich glaube, da lehne ich mich nicht unbedingt zu weit aus dem Fenster mit der Aussage. Also, für die, die es interessiert, die bei IB ein Konto haben, über IB direkt oder über einen der genannten Reseller, die können gerne mit ihrem Konto zu uns kommen, ohne Kostenaufschlag. Und das ziehen wir dann einfach rüber, das ziehen wir um. Und wie sie es machen müssen, erkläre ich ihnen gerne, wenn sie mich kontaktieren und Interesse daran haben. Dann machen wir das über ein Wochenende. Sie müssen bei uns natürlich einen Antrag für ein Konto ausfüllen, ist klar. Aber dann eben sagen, dass sie da schon Kunde sind. Dann können wir mit dem Konto zu uns umziehen und sie dürfen dann auf dem NanoTrader Full endlich mal mit einer guten Plattform handeln, wenn sie so wollen. Ja. Also auch das ist möglich. So, und falls jetzt noch Fragen sind, da haben Sie nochmal von mir alle Kontaktdaten auf einem Schirm. Können Sie jetzt gerade einen Screenshot von machen, dann haben Sie das. Oder aber, wie eben angeboten, können Sie meine Präsentation auch zugeschickt bekommen. So, gibt es noch Fragen? Ansonsten sind wir eigentlich vom Content her jetzt soweit durch. Kann man alle Strategien auch im Future handeln? Fragt der Jürgen. Ja, Jürgen, das ist wieder so eine Frage. Natürlich kann man theoretisch alle Strategien auch im Future-Bereich handeln, aber es gibt eben viele, die auf Forex spezialisiert sind oder auf spezielle Indizes oder auf spezielle Zeiten, wo es vielleicht kein Future handelt. Schauen Sie sich da durch, das müssen Sie selbst mit der Selektion, die ich genannt habe, was ganz wichtig ist, betreiben und schauen, welche man mit Future haben, handeln kann. Aber theoretisch kann man alle auch im Future-Bereich handeln, ja. So, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Erscheinen, für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen über unser ja, Arsenal an Strategien lernen. Ja, wichtig ist nochmal zur Wiederholung, dass Sie Selektion betreiben und sich auf ein paar, eine Handvoll maximal von Strategien irgendwo einigen und wiederfinden, die Ihrem Ansatz ein bisschen nahe kommen oder sogar den abdecken und dass Sie dann Backtesting betreiben in den Timeframes Ihrer Wahl oder in den vorgegebenen und vielleicht die Strategien ein bisschen anpassen, personalisieren oder enhancen. Und sie dann eben nach ihrem Gusto halbautomatisch oder automatisiert laufen lassen. So, das ist so die Quintessenz dessen, was ich jetzt in den letzten 60 Minuten eigentlich vorgetragen habe. So, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gebracht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir nochmal gerade, weil ich es versprochen hatte, auf die Webinar, oh, hoppla, auf die Webinare, die im Juni laufen, weil da ist ja das von mir angekündigte Live-Statistik. Webinar im Juni. Gucken wir nochmal gerade, wann ich das habe. Ich kann auch mal suchen. Live. Statistik, da ist es. So, 18. Juni ist das. Also wenn Sie sich dafür anmelden, können Sie auch jetzt schon im Übrigen, dann melden Sie sich für eine wahrhafte Scalp-Strategie aus, die wirklich spannend ist und Action erfordert. Ich habe es hier nochmal geschrieben und es immer noch Spaß macht. Das ist wirklich was für jeden Fan des Live-Trainings und Scalpings, der sollte hier mal zuschauen. Ne? Kann ich Ihnen nur empfehlen, mache ich am 18. Juni auch zu dieser Zeit, auch an einem Donnerstag. So, ich bedanke mich. Wenn noch Fragen sind, Wünsche oder Anregungen, dann schicken Sie mir diese per Mail. Sie alle haben meine E-Mail-Adresse. Sie brauchen nur auf meinen Link zu antworten. In dem Sinne verabschiede ich mich von allen Teilnehmern und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund, gerade in diesen Zeiten.